Das ist ein zweites Video von einem Hebelzusammenbau. Und zwar baue ich jetzt meine letzten zwei Hebel zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 habe ich. Und jetzt kommen noch die letzten zwei. Das sind die zwei Signalhebel von der anderen Seite von der Einfahrt. Also das erste ist, wir räumen einmal den ganzen Gemüsegarten daher, weil wir als nächstes die Folien abziehen werden. So, da kann man nicht so viel tun, das muss man dann auch neu sortieren, aber das kriegt man ja hin. So, ganz stimmt das nicht. Als erstes kommen in die Winkelhebel noch mit aufgeklebten Papier die Achsen eingeklebt. Drücken, die ist zu viel. So, ein wenig Superkleber. Ganz frisch ist der. Okay, und dann beginnt die Abzieherei. So, das brauche ich jetzt nicht in voller Schönheit vorzeigen, aber es ist halt ein Job to be done. So, dann gehen wir es an. Ich habe schon ein bisschen rote Farbe da drauf geklebt, der Schönheit halber, wie man so sagt. Und dann probieren wir es. Ein Plan, eine Liste, wie schon das letzte Mal, und auf geht's. Am Hebeleisen obere Führungsschrauben anbringen. Also zweimal. Naja, einige Versuche später, ist sie aber dann doch in Ordnung. Einmal, zweimal. So, dann ziehen wir Federn auf. Also als erstes einmal auf die 5 mm Schraube, voll durchschrauben. So, und dann kommen die 10 mm Schrauben zur Befestigung. Also wir könnten eigentlich schmieren lernen vorher. Also hier ein bisschen Schmier drauf, in den unteren Schlitz, oberen Schlitz und auf die Schraube für die Falle. Und dasselbe oder die andere, da ist die untere Führung. Schlitz unten,
jetzt die 10 mm Schrauben. So, und da bewegt sich schon mehr oder weniger leichtgängig, nicht bis ganz nach unten. Wieso, wo hängt die? Biegen wir da oben das ein bisschen weg, vielleicht hilft das. Naja, machen wir 10. Die andere. So, und jetzt wird spannend, jetzt kommen nämlich als erstes einmal die Kuppelanschläge drauf. Einmal. Und zweimal. So, dann kommen auf der anderen Seite die Anschlagschrauben drauf. Na klar doch. Die können wir gerne fest anziehen gleich. Und als letztes, wenn wir schon dabei sind, die Schrauben für die Seilbefestigung, die Hardy-Sacker, was man da verliert dauernd im Griff. M3 ist noch immer zu klein, ich merke es schon. Und dabei ist es so groß. So, da. Und jetzt kommt der spannende Teil. Also das erste ist, die Mutter wird so gestellt, dass ihre Seitenflächen parallel sind. Noch immer nicht ganz. Jetzt. Jawohl. So. Und der Kuppelanschlag wird so gestellt, dass er knapp über die ein bisschen zu knapp. Spur nach oben. Jawohl. So, 1 mm und er kuppelt ein. Ein bisschen weiter ist alles. Ja. Ein bisschen enger. Jawohl. Scheibe kann sich drehen, bei nicht gezogener Falle ein wenig anziehen. Scheibe ist schon fest. Und am unteren Ende wird die Falle ausgelassen, aber nicht ganz und die Scheibe bleibt weiterhin fest. Oberes Ende, Falle kann sich drehen.
So, jetzt sind die zwei Hebel so fertig, wie ein Einzelhebel auch fertig war. Und jetzt kommt noch dieser interessante kurze Teil des Einstellens, Anbringens und Einstellens des Anschlags, der ja so funktioniert. Den Anschlag einmal rauf. So, oben ist die Scheibe ausgekuppelt. Soll sie sein. Jetzt kuppelt sie ein und jetzt legen wir es zurück und der Anschlag darf jetzt nicht so weit, der Klinke darf jetzt nicht so weit zurücklaufen, dass er ausklingt. Also einen Millimeter Überlappung muss hier der Hebel aufgehalten werden. Und das heißt, das passt jetzt genau. So, hier wird der Winkelhebel aufgehalten, so dass die nicht auskuppeln kann und deswegen bleibt die Scheibe da fest verbunden. Und jetzt oben ist sie locker. So, und damit ist der Hebel eingestellt. Und das war es. Dasselbe mit dem anderen. Und der Hebel ist aber auch eingekuppelt, eingeklinkt, so dass er sich nicht mehr selber zurückschaut. So, das waren im Wesentlichen, ja, bis auf die Schilder, die Hebel. Was wir jetzt noch brauchen, ist die Kuppelrollen. Da gibt es eine Verbindungsstange dafür. Und die müssen, weil sie größere Kräfte übertragen müssen, eher brachial. Angebunden werden, deswegen nehme ich da jeweils eine Mutter, Federring, Scheibe, also Rolle. Noch einmal Federring, noch einmal Mutter und wenn ich lustig drauf bin, tue ich da noch ein bisschen Sekundenkleber rein, jedes Teil, das Kraft abfängt, ist gut. So, da, wir holen unsere Hebelbank nach vorne. Erst wenn der Verschlusskasten kommt. So, und jetzt ziehen wir einmal Schrauben an. Endergebnis wollen wir Signalhebel, Fahrstraßenhebel und Weichenhebel. Wir werden die Fahrstraßenhebel außen legen. Also hier kommt ein Fahrstraßenhebel und hier. Dann brauchen wir Signalhebel jeweils. Dann brauchen wir drei Weichenhebel. Einen stellen wir direkt daneben jeweils.
Und dann macht man noch da einen weichen Hebel. Und die restlichen Plätze bleiben frei. Ich hoffe, dass ein Fahrstraßenhebel soweit außen funktioniert. Immer alles um ein Ding nach innen. Dann hätte man noch zwei Plätze frei. Zwei Plätze einbauen. Ne, wir machen das so. Wir riskieren es. Maximal müssen wir alles noch einmal abbauen. So, das heißt, der Reihe nach kämen jetzt dann die Hebel drauf. Und jetzt haben wir die an Aufbauen. Es werden mehrere, also wenn wir uns da jetzt irgendwas überlegen, wie man die Apparatur aufstellen können. Wir brauchen jetzt also, wir müssen das so irgendwie aufstellen. Ich denke mir, es reicht, wenn wir mit einer schweren Metallzähne hinlegen. Alles mit dem Schraubenzieher machen, der mir hilft, da die Schrauben zu führen. Also, wir beginnen mit einer Schraube hier. Zweite Schraube. Einmal. Der nächste. So, jetzt brauchen wir eine Bohrmaschine, die ich holen muss. Sekunde. So, ein Loch ist zu weit weg. Also wird aufgebohrt. Was einmal 3,5 war, ist jetzt 4,5. Aber einen halben Millimeter Platz gewonnen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir den Hebel damit befestigen können. Noch immer ein bisschen knapp, aber sollte sich gerade ausgehen. Jawohl. So, sitzt. So. Dann haben wir noch zwei Signale. Einen. So. Und was jetzt gleich kommt, ist die Kuppelrollen.
eigentlich leicht knickig sein. Doch noch immer bei dem ersten Paar von Signalhebeln, die Achsen waren zu kurz. Da habe ich was an der Konstruktion geändert und dann sind mir plötzlich 6 mm Achse abgegangen. Musste ich mir neue machen jetzt. So, aber jetzt nehmen wir da die. Eigentlich sind sie keine Achsen, sondern Wellen, aber Gott, wir schenken uns diese maschinenbautechnischen Präzisionen. So, noch einmal messen. 33 ist der Hebelabstand, 5 ist die Dicke, also 38 ist der Außenabstand. Und das passt und die Seillöcher müssen auf gleich stehen, das braucht man zum Schluss, wenn wir die Seile einziehen. Sonst wird das eine umständliche Sache. So, einmal von der Gegenseite her. Und jetzt können wir das drunter stellen und das unter die Seilräder oben. Und das war's. Und dasselbe Spiel auf der anderen Seite. Das mache ich jetzt aber noch einmal. Da. Jetzt sind die Kuppelrollen dran und sie haben sogar schon, habe ich vergessen vorher, die Schrauben für die Seile bekommen. Und jetzt, tratatata, wenn wir das Ding einmal aufstellen und schauen, wie es so aussieht. Achso, nee, stimmt nicht. Schrauben noch anziehen. Nichts mit tatatata. Jetzt ziehen die jetzt alle ordentlich an. Zukunft der doppelte brauchen. Und das ist sie. Die Hebelbank, wie sie einmal werden soll. Naja, die halbe. Es fehlt ja noch der Unterbau. Und es fehlt vor allem das Verschlussregister. Das reicht für einen Tag. Es ist auch genügend schief gegangen an Kleinigkeiten, aber kein großer Konstruktionsfehler. Hinten sieht man die 7 Anschlüsse, die irgendwann einmal. Schon, manche Dinge sind zu eng gebaut. Aber trotzdem, wir lassen es einmal so. Okay.